Grundlagen der Bindungstheorie, was Sie über die Bindung wissen sowten. John Bowlby war der Begründer der Bindungstheorie und beschreibt Bindung als angeborenes und enorm wichtiges Verhalten eines Menschen. Mary Ansford war die Hauptvertreterin der Bindungsforschung. Sie entwickelte die bindungstheoretischen Ergebnisse Bowlbys mit ihren empirischen Forschungen weiter. Sie fand dabei unterschiedliche Reaktionsmuster der Kinder heraus, welche sie in Bindungstypen einteilte. Aufbau einer Bindungsbeziehung. Bindung ist essentiell für die gesunde psychische und soziale Entwicklung eines Menschen. Ein Säugling bindet sich automatisch an die Personen, die sich hauptsächlich mit ihm beschäftigt. Der Aufbau der Primärbindung beginnt in den ersten Lebensmonat und dauert etwa bis zum Ende des zweiten Lebensjahres. Eine Bindung kann zu mehreren Personen entstehen. Die vier Phasen der Bindungsentwicklung. Phase 1. Eltern-Kind-Bindung. Orientierungen und Signale an eine Vielzahl und ohne Unterscheidung von Personen. Phase 2. Entstehung der Bindung. Orientierungen und Signale werden an ausgewählten Personen gerichtet. Phase 3. Nähe zu einer ausgewählten Bezugsperson, das ist eine sichere Basis. Phase 4. Phase der zielkorrigierten Partnerschaft. Um eigene Pläne zu verwirklichen, versucht das Kind, das Verhalten der Bindungspersonen und von anderen Personen zu beeinflussen. Bindungsqualitäten, die vier Bindungstypen. Typ A, vermeidende Bindung. Emotionale Bedürfnisse des Kindes werden nicht erfüllt. Das Kind zeigt seine Bedürfnisse nicht mehr offen, Enttäuschungen zu vermeiden. Typ B, erfüllte emotionale Bedürfnisse. Verlass auf Bindungsperson wegen positiver Erfahrungen. Typ C. Ambivalente Bindung. Kind ist angespannt und ängstlich. Kind sucht und hält mäßig Kontakt, widersetzt auffällige Kontaktversuche der Mutter, reagiert wütend und passiv. Typ D. Die unsichere, desorganisierte Bindung. Das Kind zeigt bittere Verhaltenswechsel, zum Beispiel Erstarren oder Grimassen. Bezugsperson wird nicht als sichere Basis eingesehen. Mein Fazit: Ohne gesunde Bindung keine Bildung und Erziehung. Die Quellen, was ich für meine Arbeit benutzt habe, können Sie hier auf diese Folie sehen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und Geduld. Dieses Video wurde von Julia K. erstellt.